Zum Thema allgemeine Umkehrfunktionen. Sofort ein konkretes Beispiel. Welchen Winkel Alpha bildet eine Straße mit der horizontalen, wenn ihre Steigung 12% beträgt? Die Steigung dieser Gerade wird auf dem Verkehrsschild angegeben als 12%. Das heißt, nach 100 Meter horizontal gewinnt man vertikal 12 Meter Höhe. Die Steigung beträgt also 12 Meter auf 100 Meter. 12 auf 100, 12%. Da hier ein rechtwinkliges Dreieck ist, gilt der Tangens von dem Spitzenwinkel Alpha ist gleich zur Gegenkathete V geteilt durch Ankathete H. Tangens von Alpha ist also V auf H. In dem konkreten Beispiel sind das 12 auf 100, also 0,12. Wir wissen jetzt, dass der Tangens von Alpha 0,12 ist und möchten daraus die Größe des Winkels Alpha finden. Die Funktion Tangens ordnet einem Winkel den Tangenswert zu. Und wir möchten jetzt genau das Umgekehrte machen. Wir haben den Tangenswert und möchten den entsprechenden Winkel finden. Das heißt, wir müssen diese Funktion Tangens umkehren. Wir müssen den Winkel Alpha finden, dessen Tangens 0,12 beträgt, also müssen wir die Funktion Tangens umkehren. Der Taschenrechner liefert durch Tangens hoch minus 1 den Winkel Alpha in Radiant ausgedrückt oder auch in Grad ausgedrückt. Auf dem Taschenrechner wird die Funktion Tangens nicht mit TG, sondern mit TAN beschrieben. Und ihre Umkehrfunktion mit TAN hoch minus 1. Schauen wir jetzt auf dem Taschenrechner, wie man das macht. Für die Funktion Tangens ist diese Taste vorgesehen und Tangens hoch minus 1 steht links drüber in gelb. Wir werden also durch die gelbe Shift-Taste die Funktion Tangens hoch minus 1 aufrufen, geben ein 0,12, so, und Tangens hoch minus 1 von 0,12 beträgt also 6,84. 6,84 was? Das ist ein Winkel. Dieser Winkel ist in Grad ausgedrückt. Da oben steht das D, D für Degree, das ist unser gewöhnliches Gradmaß, bei dem ein rechter Winkel 90 Grad ergibt. Möchten wir jetzt in Radiant arbeiten, dann müssen wir die Winkeleinheit umstellen. Das macht man mit dem Setup. Gelb. Also brauchen wir wieder für Shift gelb. Shift Setup. In der zweiten Kategorie finden wir die Winkeleinheiten, also tippen wir jetzt die 2. Wir sehen drei Auswahlmöglichkeiten. Die erste, da geht es um Gradmaß, das sind unsere gewöhnlichen Grade, rechter Winkel ist 90 Grad. Bei der zweiten Auswahl geht es um Radiant, das Bogenmaß. Und bei der dritten steht Gon, groß G wie Gon. Gon kommt vom griechischen Wort Gono für Winkel. In dieser Einheit beträgt ein rechter Winkel 100 Grad. Wir benutzen diese Einheit nie. Arbeiten wir jetzt in Radiant, also wählen wir die Winkeleinheit durch 2 aus. Im Display steht jetzt nicht mehr das D, sondern R, R für Radiant. Daran ist dann zu erkennen, in welcher Winkeleinheit man gerade arbeitet. Und wenn wir jetzt Tangens hoch minus 1 von 0,12 in Radiant abrufen möchten, brauchen wir nur noch die Enter-Taste zu drücken und finden effektiv 0,119, so wie eben hier
angedeutet. Dieser Winkel, das sind noch keine 7 Grad. Wenn man die Steigung von 12% maßstabgerecht zeichnet, was hier der Fall ist, dann stellt man fest, dass der Winkel wirklich sehr klein ist. In Wirklichkeit erscheint einem die Straße viel steiler. In der Fernsehsendung Wer wird Millionär wurde die Frage gestellt, welchen Winkel bildet die Straße mit der horizontalen, wenn ihre Steigung 100% beträgt. Der Kandidat war schnell bei der vertikalen für 100%, was aber nicht stimmt, denn eine Steigung von 100%, das heißt, nach einer horizontalen von 100 Meter gewinnt man 100 Meter an Höhe. Der Tangens von diesem Winkel ist also 100 geteilt durch 100, das heißt 1. Und der Tangens von einem Spitzenwinkel gleich 1 bedeutet, dass dieser Winkel 45 Grad betragen muss. Nach ein bisschen Überlegung hatte der Kandidat dann auf 45 Grad gefunden. Kommen wir auf unser Problem zurück. Die Funktion Tangens ordnet diesem Winkel Alpha den Tangenswert zu. Wir haben hier diese Funktion umgekehrt, das heißt, wir sind gestartet von dem Tangenswert und haben den Winkel gesucht, dessen Tangenswert bekannt ist. Das ergibt die Umkehrfunktion Tangens hoch minus 1. Aber wie kehrt man allgemein Funktionen um? Das werden wir jetzt erläutern anhand von 3 Beispielen. Erstes Beispiel, nehmen wir diese Funktion f, die definiert ist durch f von x gleich 2x plus 1. Die Zahl minus 3 hat als Bild minus 5. Die Zahl minus 2 hat als Bild minus 3 und so weiter. Das ist eine Funktion ersten Grades, die grafisch dargestellt wird durch eine Gerade. Und all diese Punkte mit Koordinate xy, die liegen selbstverständlich auf dieser Geraden. Wir stellen jetzt die Frage, welche ist die Zahl, von der minus 5 das Bild durch diese Funktion ist? Also, welche ist die Zahl, von der minus 5 das Bild durch diese Funktion ist? Ja, selbstverständlich minus 3. Also durch diese Frage wird der Zahl minus 5 die Zahl minus 3 zugeordnet. Minus 5 wird die Zahl minus 3 zugeordnet. Jetzt stellen wir uns die Frage, welche ist die Zahl, von der minus 3 das Bild durch die Funktion f ist? Minus 3 ist das Bild von minus 2 durch die Funktion f. Also gehört dahin minus 2. Durch diese Frage, welche ist die Zahl, von der minus 1 das Bild durch f ist, werden wir dieser minus 1 die Zahl minus 1 zuordnen. Durch dieselbe Frage wird der Zahl 1 die Zahl 0 zugeordnet. Und den Zahlen 3, 5, 7 wird die Zahlen 1, 7, 3 zugeordnet. Durch diese Frage ordnet man also diesen Zahlen diese Zahlen zu. Solch ein Zuordnungsgesetz nennt man eine Funktion. Und das ist die Umkehrfunktion, die wir allgemein bestimmen möchten. Für die Umkehrfunktion dieser Funktion f haben wir hier schon mal eine Wertetabelle. Die können wir nutzen, um den Graphen der Umkehrfunktion zu bestimmen. Bei der Umkehrung der Funktion f werden also die Rollen von x und y vertauscht. Diese x-Zeile steht jetzt hier als y-Zeile und die y-Zeile steht als x-Zeile. Die Werte von x und y werden also einfach vertauscht. Wenn wir zum Beispiel hier den Punkt 1, 3 haben und wir vertauschen 1, 3, dann ergibt das 3, 1. Das ist dann ein Punkt vom Graphen der Umkehrfunktion. Also der Graph der Umkehrfunktion ist das Spiegelbild vom Graphen der direkten Funktion.
durch die Achsenspiegelung mit Achse S, S wie Symmetrieachse, die als kartesische Gleichung hat, y gleich x. Ich zeichne sie hier mal blau ein. Effektiv, dieser grüne Punkt gehört zum Graph von f und sein Spiegelbild gegenüber dieser Achse gehört zum Graphen von f hoch minus 1. Wenn wir diese grünen Punkte spiegeln gegenüber der blauen Achse, dann finden wir Punkte vom Graphen der Umkehrfunktion. Was wir jetzt noch suchen, ist den algebraischen Ausdruck von f hoch minus 1. F hoch minus 1 von x ist was? Dazu gehen wir wie folgt vor. Der Graph der Funktion f hat als kartesische Gleichung y gleich 2x plus 1. Da bei der Umkehrung die Rollen von x und y vertauscht werden, muss der Graph von f hoch minus 1 als kartesische Gleichung diese haben. Wir haben einfach die Rollen von x und y vertauscht. Das heißt, da wo x stand, da haben wir y geschrieben und da wo y stand, da haben wir x geschrieben. Aus dieser Gleichung haben wir die Rollen von x und y vertauscht. Und diese Gleichung werden wir jetzt noch nach y auflösen. Das ergibt dann y gleich x minus 1 halbe. Der Graph von f hoch minus 1 hat also als kartesische Gleichung y gleich x minus 1 halbes. Man kann das hier sehr schön überprüfen. Nehmen wir zum Beispiel die 3. Das Bild von dieser 3 durch die Umkehrfunktion, ja, ersetzen wir hier drin x durch 3. 3 minus 1 macht 2, geteilt durch 2 ist 1. Das Bild von 3 durch die Umkehrfunktion ist effektiv 1. Somit haben wir auch den algebraischen Ausdruck von f hoch minus 1 gefunden. Ein zweites Beispiel. Dazu machen wir aber hier etwas Platz. So. Diese Funktion f von x gleich x hoch 3. Der Graph dieser Funktion, da ist er schon. Der Graph von f hat diese kartesische Gleichung. Wir werden jetzt sofort den Graphen von f hoch minus 1 bestimmen. Der Graph von f hoch minus 1 hat diese Gleichung. Da wo y stand, haben wir x geschrieben. Da wo x stand, haben wir y geschrieben. Und jetzt lösen wir diese Gleichung noch nach y auf. Dann ergibt das y gleich die Kubikwurzel aus x. Die Umkehrfunktion von x hoch 3 ist also Kubikwurzel aus x. Ihren Graphen findet man, indem man die Punkte von dem grünen Graphen spiegelt gegenüber der blauen Achse mit Gleichung y gleich x. Durch das Spiegelbild von solch einem Punkt gegenüber der blauen Achse erkennen wir einen Punkt des Graphen der Umkehrfunktion. Das kann man für viele Pünktchen so machen. Und so findet man den Graphen dieser Umkehrfunktion. Dieser rote Graph ist effektiv der von Kubikwurzel aus x. Wir machen jetzt in der Zeichnung etwas Platz für die nächste. Die nächste ist diese da, x². Der Graph dieser Funktion hat diese kartesische Gleichung. Wir werden jetzt wieder die Rollen von x und y vertauschen, um die Gleichung des Graphen von f hoch minus 1 zu finden. Also da wo y stand, da schreiben wir x und da wo x stand, da schreiben wir y. Und diese Gleichung lösen wir jetzt nach y auf und stellen fest, dass y ist gleich zu plus oder minus Quadratwurzel. Ja, was denn nun von beiden? Plus oder Minus? So ist das keine Funktion. Denn die Zahl 4 hätte als Bild plus 2 und minus 2. Solch ein Gesetz ist keine Funktion. Da tritt also bei dem Beispiel ein Problem auf. Schauen wir im Graphen. Das ist der Graph der Funktion f. Und wenn wir diesen Graphen spiegeln gegenüber dieser Achse,
dann finden wir diese Kurve da. Aber diese Kurve, das ist nicht der Graph einer Funktion. Denn auch hier sehen wir deutlich, die Zahl 4, die hätte ja als Bild 2, aber auch minus 2. Bei einer Funktion hat jede Zahl aber höchstens ein Bild, niemals 2. Also diese rote Kurve ist nicht der Graph einer Funktion. X² können wir also leider nicht umkehren. Schauen wir mal hier mit dem Symmetriebild der Punkte vom grünen Graphen. So, wir schauen das Spiegelbild. So, bis dahin wäre das als Funktion okay, das untere Stück hier wäre okay, aber wenn wir jetzt weiter als 0, 0 gehen, auf der grünen Parabel, dann stellen wir fest, dass dieser Graph nach rechts geht. Und sobald er nach rechts geht, ist keine Funktion mehr. Wieso geht er denn nach rechts? Weil die grüne Funktion, die ist hier fallend, 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 fallend. Sie fällt bis 0, 0. Bis zu diesem Punkt ist der rote Graph auch als Funktionsgraph okay. Aber weil die grüne Funktion ab 0, 0 steigt, ist die rote nicht mehr der Graph einer Funktion. Es ist also nicht möglich, die Umkehrfunktion von dieser grünen Funktion zu bestimmen. Machen wir das mal weg und wir fragen uns, warum können wir die denn nicht bestimmen? Weil die Funktion hier fällt, solange sie fällt, ist das auch kein Problem, aber sobald sie dann steigt, führt es zu einem Problem. Was also heißt, wir müssen die Funktion in zwei Teile zerlegen. Das tun wir auch. Wir werden sie in zwei Teile zerlegen. Zuerst einmal nehmen wir diese Halbparabel und definieren diese Halbparabel jetzt korrekt. Es ist die Funktion, die geht von minus unendlich bis 0. Der Wertebereich ist von 0 bis plus unendlich. So nennen wir sie mal f1. f1 ist also diese grüne Funktion. Die x-Werte befinden sich von minus unendlich bis 0 und die y-Werte befinden sich von 0 bis plus unendlich. X hat laut dieser Halbparabel als Bild x². Wir zeichnen jetzt das Spiegelbild von dieser grünen Funktion durch diese Symmetrieachse mit Gleichung y gleich x. Das ist effektiv der Graph einer Funktion. Wir sehen, die x-Werte für die rote Funktion, die x-Werte sind alle positiv, es geht von 0 bis plus unendlich, und die y-Werte sind alle negativ, es geht von minus unendlich bis 0. Um die Funktion f1 hoch minus 1 also zu definieren, können wir genau ihren Definitionsbereich sowie ihren Wertebereich angeben. Zeichnerisch hatten wir es schon gesehen, aber bei der Umkehrung werden ja die Rollen von x und y vertauscht. Die x-Werte befinden sich für f1 hier, die werden für f1 hoch minus 1 zu den y-Werten. Und die y-Werte für f1 werden bei f1 hoch minus 1 zu den x-Werten. Also, wenn man die Rollen von x und y vertauscht, bedeutet das, dass dieser Definitionsbereich bei der Umkehrfunktion zum Wertebereich wird und dieser Wertebereich wird bei der Umkehrfunktion zum Definitionsbereich. Und das entspricht genau dem, was wir in der Zeichnung sehen. Für die rote Funktion sind die x-Werte von 0 bis plus unendlich, stimmt, und die y-Werte, die sind alle negativ, es geht von minus unendlich bis 0, stimmt. Und da die y-Werte alle negativ sind, kann x nur als Bild minus die Wurzel haben. Soweit zu der ersten Umkehrfunktion. Jetzt nehmen wir das zweite Parabelstück und kehren das um. Das zweite Parabelstück,
das geht von 0 bis plus unendlich für die x-Werte in 0 bis plus unendlich für die y-Werte, sodass x als Bild x² hat. Wir kehren das jetzt um, indem wir das Spiegelbild von der grünen Funktion durch die blaue Achse zeichnen. Das ergibt dann diese rote Funktion. Die grüne habe ich f2 genannt. Die rote ist dann f2 hoch minus 1. Wir erkennen hier, die x-Werte für die rote sind alle positiv und die y-Werte auch. Bei der Umkehrung wird also der Definitionsbereich zum Wertebereich und der Wertebereich wird zum Definitionsbereich. Hier erkennen wir sofort, alle y-Werte müssen positiv sein. Das heißt, das Bild von x ist die Quadratwurzel von x. Hier oben fanden wir zwei Stücke. Das erste Stück findet sich da wieder und das zweite Stück findet sich hier wieder. Wir haben also gesehen, wenn eine Funktion stetig und streng fallend ist, kann man sie umkehren. Wenn eine Funktion stetig und streng steigend ist, auch dann kann man sie umkehren. Aber nicht, wenn eine Funktion einmal fällt und danach wieder steigt. Solche Funktionen kann man nicht umkehren. Wenn also eine Funktion streng monoton ist, das heißt entweder streng fallend oder streng steigend, dann kann man sie umkehren und so können wir auch die Umkehrfunktion allgemein definieren. Wir definieren, sei f eine stetige und streng monotone Funktion. Nochmal, streng monoton heißt entweder streng steigend oder streng fallend. Die Funktion, die jeder Zahl y die Zahl x zuordnet, von der y das Bild durch f ist, das ist die Umkehrfunktion f hoch minus 1 von f. Und ihr Graph ist automatisch das Spiegelbild vom Graphen der direkten Funktion durch diese Symmetrieachse. Eine wichtige Bemerkung. Wir sind in der Menge R. Die Funktion f ordnet der Zahl x die Zahl f von x zu. Die Funktion f hoch minus 1, das ist die Umkehrfunktion. Sie entsteht durch die Frage, welche ist die Zahl, von der f von x das Bild durch f ist? Welche ist die Zahl, von der f von x das Bild durch f ist? Ja, das ist natürlich x. Also, die Funktion f wirkt auf x und ordnet ihr f von x zu. Und die Funktion f hoch minus 1 wirkt auf f von x und ordnet ihr die Zahl x zu. Das heißt, wir starten mit der Zahl x. F wirkt auf x und ordnet f von x zu. Und jetzt kommt die Funktion f hoch minus 1 und wirkt auf diese Zahl. Das Ergebnis ist dann x. Das heißt, wenn auf die Zahl x zuerst die Funktion f und dann auch noch die Funktion f hoch minus 1 wirken, dann ist das Ergebnis so, es bleibt nur noch die Zahl x übrig und es sieht so aus, als würden die zwei Funktionen sich einfach neutralisieren. Die sind weg. Wir nennen das auch so, zwei gegenseitige Umkehrfunktionen neutralisieren sich. Was heißt gegenseitige? Ja, wenn das die Umkehrfunktion von der da ist, dann muss diese da die Umkehrfunktion von der da sein. Aber selbstverständlich.